Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Folge von Gunnars legendären Kochshow. Heute haben wir für euch wieder ein besonderes Marzahner Traditionsgericht vorbereitet. Heute machen wir Grünkohl mit echten Marzahner Knackern. Das ist ein originales Hausmannsgericht, wo der Marzahner so richtig satt wird, wenn er hungrig von der Arbeit kommt. Und da kommt mal mit und guckt mal, wie wir das nach Marzahner Tradition zubereiten. Freunde, jetzt geht's los mit dem Marzahner Express Grünkohlgericht. Ein Gericht, was nahrhaft, schmackhaft, gesund ist und was euch garantiert satt macht. Dazu nehmen wir jetzt unseren leckeren Grünkohl. Original Grünkohl, frisch vom Feld. Den geben wir hier in diesen großen Topf rein. Es macht immer schön Klick, wenn das so Klick macht, ist das ein Zeichen dafür, dass das Glas original verschlossen war und frisch ist. Da kann man immer prüfen, ob so Gläser schon mal vorher geöffnet worden sind. Den leckeren Grünkohl geben wir hier schön rein in unseren Topf. Ja, der will nicht so richtig raus. Da müssen wir ein bisschen schütteln, schütteln, schütteln. Ihr kennt das ja, dann macht den Wunder. Aber wir können natürlich auch hilfsweise hier unseren Löffel nehmen von VEB Plaste und Elaste. Aber damit kriegen wir den Grünkohl natürlich auch hier raus getrieben. Ihr wisst ja, VEB Plaste Elaste, das sind immer die guten Werkzeuge noch aus alten Zeiten, die stabil sind und die immer funktionieren. Auch nach 30 Jahren noch natürlich. So, schön alles hier raus. Wir wollen ja nicht unseren Grünkohl verschenken, wir wollen auch nicht verschwenderisch sein. Bei den Lebensmittelpreisen heutzutage, da muss man schon darauf achten, dass man auch den letzten Rest noch aus dem Glas rauskratzt. Ja, denn wir wollen ja nicht, dass jemand hungrig wird. So, haben wir schön unseren Grünkohl hier drin. Und nach dem Grünkohl kommt natürlich ein wenig Salz. Wir wollen das Ganze ja würzen. Es soll ja gut schmecken. Und unsere Marzahner Knacker. Wir wollen ja eine entsprechende Fleischbeilage haben. Aber wie schon gesagt, bei den Preisen hier, seid sparsam mit den Knacker. Wir geben mal zwei da rein. Die anderen drei können wir mal für was anderes verwenden. Und wir schalten den Ofen an. Schön, nicht so sparsam sein mit dem Strom, Deckel drauf. Und unser Grünkohl kann jetzt brutzeln. Das gibt eine herzhafte Marzahner Express Mahlzeit, wo ihr alle von satt werdet, liebe Freunde. Ja, und als nächstes, nachdem das schon ein bisschen angekocht hat, geben wir dann unsere leckeren Marzahner Kartoffeln, die wir schon vorbereitet haben, mit dazu in unseren Grünkohl-Eintopf. Verrühren das Ganze natürlich ein bisschen schön. Das muss schön vermengt werden, ja, liebe Freunde, dass die Kartoffeln alles schön bedeckt ist. Aber nicht zu lange rühren, es soll ja ein Expressgericht werden und Expressgerichte gehen natürlich schnell. Und dann muss das Ganze noch mal ein bisschen köcheln, so 1, 2, 3 Minuten. Und dann haben wir ein leckeres Grünkohlgericht nach Marzahner Art. Ja, und jetzt richten wir unser Grünkohlessen natürlich auch an. Dazu nehmen wir den Deckel vom Topf, vorsichtig, weil es ist heiß. Und wenn es heiß ist, muss
muss man aufpassen, dass man sich nicht verbrennt. Das wisst ihr ja, liebe Freunde. Dann nehmen wir unseren Spaten und gehen dann einmal kräftig da rein. Geben eine kräftige Kelle mit Grünkohl und Kartoffeln auf den Teller. Ja, Marzahner-Portionen, liebe Freunde. Wir wollen ja satt werden, ihr wisst das ja. Und dann natürlich auch die leckeren Knacker dabei. Voila! Und da haben wir ein Marzahner-Express-Gericht. Seht ihr, Fastfood gibt es nicht nur bei den bekannten amerikanischen Fastfood-Ketten. Fastfood gibt es auch in Marzahn. Grünkohl mit Knacker und Kartoffeln. Ich wünsche euch guten Appetit, viel Spaß beim Nachkochen. Teilt unser Video, abonniert unseren Kanal, liked unsere Videos und sagt und zeigt euren Freunden unsere gesunden Gerichte, damit die auch nachkochen können. Denn wir möchten ja nicht nur, dass Marzahn gesund lebt, ihr sollt ja alle gesund leben. Denn wir lieben euch alle. Euer Maître Gunnar. Und nächsten Freitag gibt es eine neue Folge von Gunnars Kochshow, 14 Uhr.